Hallo Leute und herzlich willkommen zu Chalupi. Wir klopfen jetzt nochmal überall so ein bisschen an die Tür, damit wir sehen, ob wir ein bisschen Geld bekommen. Ja, da haben wir auch schon 35 Osmar bekommen. Let's go. Ja, immerhin 35. Da können wir auf jeden Fall mitarbeiten. Ich gehe jetzt mit Onkel Lüfti zur Tanke. Und dann werden wir weiterfahren. So Leute, wir sind jetzt hier bei der Tankstelle. Warte mal. Ich muss kurz gucken, ob wir noch tanken müssen oder irgendwie den Motor ein bisschen reparieren. Müssen. Die Reifen könnten ein bisschen kritisch werden, aber sonst sieht eigentlich alles relativ fit auch aus, auch im Motor. Der Wein hat auch leider nur 33 Wert, wir haben zwar noch 23 Liter, das wird noch locker reichen. Wir gucken mal ein bisschen im Laden, ob es irgendwas speziell günstiges gibt. Ja, okay Leute, ist jetzt hier nichts Spannendes, eigentlich können wir können zwar jetzt kurz eine Route auswählen und dann gucken, ob der Wein teurer geworden ist. Wenn nicht, sehen wir uns an der Grenze wieder. 60! Ich guck mal, wie viel, der Wein drin kostet, also ob er günstiger geworden ist, dann könnten wir nämlich den verkaufen und neuen Wein kaufen. 44, ne, aber das macht keinen Sinn. Ich würde sagen, wir warten mit dem Wein, glaube ich, noch. Und dann fahren wir jetzt mal zu, zum Zoll und werden, ja, weiterfahren. Oh Leute, hier ist der Leica-Store. Warte mal, ich will kurz was gucken. Ich will eigentlich nichts kaufen, aber ich will kurz gucken, wie teuer das hier die Ding. Ach, die Kerne ist schon wieder abgestürzt, ja. Mach sie wieder aus, macht keinen Sinn. So. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe keinen Bock, die Aufnahme 10-mal neu zu starten. Nur damit die eine Facecam hat. Klar, ist ein bisschen nice, aber naja. Okay, wir müssen jetzt kurz gucken. Wir können unser Auto sogar färben. Das wäre eigentlich geil. Ja, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Das ist ja relativ, wie soll ich sagen, relativ unnötig. Okay, Leute, Alkohol ist zum Glück erlaubt. Ja, Faden, also beziehungsweise Textil haben wir sowieso nicht. Ja, fahren wir hier mal rein, genau. Biere, wir haben nichts verbrochen. Gut, scheint alles in Ordnung zu sein. Dann mal weiter. Hey Leute, guck mal, was ist da doof? Wir sind jetzt irgendwie so in einem Tannenwald. Guck mal, ist das ein Hof oder was? Ich weiß nicht, was ist. Oh, hier sind Pakete. Let's go. So Leute, machen wir mal das erste Ding auf. Oh, ein Wein. Okay, der ist aber billiger. Der hier ist 60. Und das hier nur 33. Naja, wir machen das hier auch mal noch auf. Medizin. Okay, richtig viel Medizin. Ja, nehmen wir alles mit. So, dann würde ich sagen, geht es weiter. Ich habe übrigens eine Route genommen mit einem Fragezeichen. Das heißt, vielleicht werden wir wieder eine, wie sagt man, oh, warte mal, war da vorne noch eins? Da vorne ist ein Auto. Ne, das war dieser Fall. ich wollte sagen, wegen dem Fragezeichen, dass wir wahrscheinlich wieder eine Dings haben. Oder ich hoffe, dass wir wieder eine, ach, wie sagt man, eine Müllhalde finden, genau. Ne, einen Schrottplatz, genau. Naja, ich fahre jetzt erstmal weiter und hoffe, dass wir irgend so etwas finden. Hey, fahren wir in den Kreis? Hier ist nochmal ein Paket. Oh ne, fängt das jetzt auch wie Blair Witch an. Dass immer wieder dasselbe kommt, weil hier oben ist auch wieder dieses UFO. Oh, noch mehr Wein. Let's go. Hier ist einfach nochmal ein Paket. Hä, hey, das kann auch nicht wahr sein. Aber ist eigentlich ja geil, weil. Alter, diese Staubwolke schon wieder. Ja, Pakete sind eigentlich grundsätzlich nicht schlecht. Ich wollte nur mehr Ware. Okay, brechen wir das auf. Wo ist das Schloss hier? Zack. Nochmal Medizin. Wahrscheinlich ist hier ein Medizinlaster durchgefahren. Ich würde alles fallen lassen. Ach ja, Leute, und wenn ihr jetzt dieses Video hier seht, bin ich sehr wahrscheinlich auch gerade auf Twitch live. Deswegen, ja, folgt auf jeden Fall. Folgen könnt ihr eigentlich auch auf Twitch, aber vor allem könnt ihr mal den Stream gucken. Es hat, wir haben vor 2 Tagen auch gestreamt und das war echt lustig tatsächlich. Und deswegen, wieso ihr nicht auch? Oh nee, Leute, uns ist ein Reifen geplatzt. Oh nee, gar keinen Bock. Okay, Leute, seht jetzt hier dieses Schild. Anscheinend haben wir es gleich geschafft, nur noch 70 Kilometer. Wir haben nur einen geplatzten Reifen, das geht eigentlich noch relativ klar. Wir müssen auf jeden Fall in nächster Zeit dann mal Upgrades kaufen für unser Auto. Aber ja, jetzt erstmal geht es darum, heil anzukommen. Leute. Ich komme nicht mehr vorwärts und auch nicht mehr rückwärts. Ah doch, jetzt geht's wieder. Hey, was war da los, ey? Alter, diese Piste auch ein einziger Albtraum hier. Auch mit diesem Wald, ist mir gar nicht geheuer. Und hier liegt einfach wieder eine Kiste, so komplett mitten auf dem Weg. So, brechen wir das Ding mal auf. Wir haben kaum mehr Platz. Müssen dann halt mal gucken, was wir wegmachen. Noch mehr Medizin. Medizin wäre eigentlich schon geil. Und die Kaffeebohnen brauchen wir nicht. Leute, ich weiß nicht, ob wir eine Weinflasche, ob wir die Weinflasche hier lassen sollen. Wir könnten zwar theoretisch auch einfach das Wasser hier lassen und das Zweitakter Öl mal noch reinfüllen. Weil das Zweitakter Öl ist schon viel.
Reicht es denn jetzt? Kann ich die nicht in der Hand behalten? Oh nee, schade. Ah doch, warte, ich kann sie hier wieder aufsammeln. Was passiert jetzt, wenn ich sie hier drin droppe? Bleiben die dann im Auto? Warte, wir können nämlich auch so, warte mal. Wir können nämlich so auf fahren. Warte, wir stoßen jetzt mal kurz das Auto so ein bisschen. Nee, wir haben auf jeden Fall gar nichts verloren. Ja, dann machen wir so weiter. Okay, dann fahren wir jetzt mal noch zurück. Und hoffen, dass wir heil ankommen. Oh, hier ist ein Schrottplatz. Endlich. Und bitte, hier ist ein Reifen oder so. Oh Gott, natürlich auch andere geile Motorteile. Okay, ich habe das Ganze jetzt aufgemacht. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ein Motor. Okay, ist der besser? Ach, wir nehmen den mal mit. Mal gucken. Ist wieder die Waschmaschine. Und noch ein Standardtank. Warte mal. Ja, toll. Hat sich auch mega gelohnt. Wobei, vielleicht ist ja der Motor gar nicht mal so schlimm. Okay, er braucht 6 Sekunden für 0 auf 80. Ja, der ist doppelt so schnell. Höchstgeschwindigkeit plus 58. Gewicht ist ja, glaube ich, auch leichter. Wir bauen den mal kurz aus. Der hat leider auch fast gar keinen Halt mehr. Aber boah. Ja, okay, wir haben 18 Sekunden dafür. Er ist auch leicht schwerer, aber dafür haben wir jetzt, Alter, 138 Höchstgeschwindigkeit. Gut, die werden wir jetzt aber nie erreichen. Naja, ich fahre jetzt zurück und in der Hoffnung, dass wir irgendwann noch ankommen. Oh Leute, da vorne sehe ich ein Hausdach. Boah, ich glaube, wir haben es endlich geschafft, ey. Boah, ich wäre ja so happy. Da müssen wir morgen auf jeden Fall alles mögliche wieder reparieren, ey. Scheiße, Mann. Naja. Yo. On the lady. Let's go. Hey, wir fahren jetzt hier einfach Offroad runter. Oh nee, ich glaube, es war dumm. Oh. Bitte sei vorsichtiger. Ja, wir müssen jetzt mal die Straße wiederfinden. Ah, wir haben sie wieder gefunden. Oh. Aber hat auf jeden Fall relativ viel Zeit gespart. Oh. Oh, hier ist auch direkt das Ding. Das ist relativ praktisch. Okay, wir packen direkt das Auto. Eieiei. Ja, okay. Genau, wir nehmen jetzt noch mal kurz hier unser Geld. Also wir haben mittlerweile 113, das ist relativ viel zum Glück. 35, wollt ihr mich verarschen? Ja, ich würde gerne hier bleiben. Wir lassen natürlich wie immer Onkel Lüfti zuerst ins Zimmer, weil ich meine, er ist ein Ehrenmann. Und deswegen kommt er auch zuerst ins Zimmer. So. Nein, Leute, ich bin jetzt durchgegangen und niemand hat mir irgendwie in irgendeiner Weise Geld gegeben. Das ist ja schade. Naja. Okay. Ich. Alter, hallo? Ich bin gerade im Geländefest, alles klar. Okay, machen wir eine Tür zu. Ja, dann würde ich sagen, was mit dieser Folge? Ich und Onkel Lüfti legen uns jetzt aufs Ohr. Dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Chalupi. Bis zum nächsten Mal. Wo bin ich denn jetzt? Ciao. Oh, is it what do you see? As it twists itself beneath our feet. We'll be right back.